Das kleine Städtchen Burghausen an der Salzach ist sehenswert. Neben der längsten Burg Deutschlands besitzt es einen barock herausgeputzten Stadtkern direkt am linken Ufer der Salzach, die hier die Staatsgrenze zwischen Österreich und Deutschland ist. Die Grenzhäuschen an der Salzachbrücke sind heute abgebaut. Ein Grenzhäuschen spielt aber für den Jazz eine wichtige Rolle, das Mordnerschloss. Geht man vom Stadtplatz in die Fußgängerzone, dann verwandelt sich die Gasse in den Grüben, plötzlich in eine Street of Fame. Zahlreiche Gedenkplatten mit Unterschriften berühmter Musiker, die beim Festivalklassiker Jazzwoche Burghausen zu Gast waren, pflastern den Weg, an dessen Ende das 1976 renovierte Mordnerschloss steht. Seit damals finden hier die 1972 von Joe Vieira gegründeten Jazzkurse Burghausen statt. Jedes Jahr Anfang August verwandelt sich das Mordnerschloss für 2 Wochen in ein Jazzschloss. Morgens ab 9 klingen aus den über 10 Räumen Jazzrhythmen und Akkorde. Es spielen Swingbands, Bebop-Bands, Salsa-Bands. Dieses Jahr gab es sogar wieder eine Free-Jazz-Gruppe. Morgens also Harmonielehre und Instrumentalunterricht, dann beim Mittagessen informelle Berufsberatung und Diskussion über Jazz, nachmittags die Arbeit in 2 Bands, abends Sessions bis in die Morgenstunden. Morgens ab 9 Uhr dann wieder Instrumentalunterricht. Ein Fulltime-Job für die Dozenten. Hier greifen wir nun etwas vor. Beim Konzert der Dozenten klebt die aus der Republik angereiste Schülerschaft mit den Augen an Saiten, Tasten und Mundstücken der darbietenden Lehrer. Aber nicht nur Perfektion, sondern auch Anfängerwille findet hier seinen Raum. Hier jetzt ein schönes Beispiel für ein Stück, das die Teilnehmer dieses Kurses gemeinsam komponiert und arrangiert haben.
und weil es so schön ist, hier nochmal Friedemann Poz mit seinem One Finger Samba. Die Salsa-Kombo probt hier im Jazzkeller den bekannten One Note Samba. Weil Musik sowas Schönes ist, trifft man sich dann abends noch in einer der Kneipen und Cafés der Gegend für eine zünftige Session.